Grüß euch, liebe Leute. Ja, ich bin Vogelkundler und ich befinde mich jetzt hier auf dem ehemaligen Nordbahnhofgelände. Ja. Wie man sieht, ja, alles wunderschön grün. Die Gräser, die Büsche, die Bäume. Ja, und ich bin auf der Suche als Vogelkundler, als staatlich geprüfter Vogelkundler, ja, den ganz seltenen Goldfink zu finden. Eine schwierige Aufgabe, dennoch weiß ich, dass er hier in der Gstetten, sprich auf dem ehemaligen Nordbahnhofgelände, in diesem wild wuchernden Gebiet sich aufhält. Der Goldfink. Nicht verwechseln mit dem normalen Fink, also mit den normalen Spatzen, ja. Goldspatz, nein, den habe ich, aber der ist schon ein bisschen länger und größer als die normalen Spatzen. Wurscht, ja, das hat jetzt mit meiner, wie heißt das, orthologischen, ich glaube, Orthologe ist, glaube ich, ein Vogelkundler. Nein, das hab ich, war in Latein immer Arsch. Also, Vögeln habe ich mehr gefunden und gesucht, ja, und, aber in Latein war immer scheiße. Ornithologe heißt das, glaube ich, auch, scheißegal. Wichtig ist, dass ich den Goldfink finde. So, wo ist der Goldfink? Angeblich soll er sich da aufhalten, in dem Bereich des ehemaligen Nordbahnhofgeländes, in dem Areal da. Bin mir aber wirklich todsicher, dass ich ihn finde. Na, wo bist denn du, Goldfinki? Goldfinki? Ja, der Nebsbei, ja, das ist ja wie sagt man, außergewöhnlich intelligenter Spatz bzw. Fink, ja, der Goldfink, aber der versteht sogar die Menschensprache bzw. das Wienerische oder das Hochdeutsch. Englisch weniger, nur weil ich auch nicht Englisch kann. Ne? Und ich kann nicht. Entschuldige, das ist heiß heute, das ist der 4. Juni 2021. Ich trage deswegen eine Lederjacke, weil ich da meine ganzen Utensilien drinnen habe, eben zur Ausforschung des Goldfinks. Ja. Und ja, wurscht, der lange Rede, kurzer Sinn. Bla bla bla. Ich will und muss den Goldfink finden, weil sonst wird meine wissenschaftliche Arbeit, welche ich ungefähr vor 2 Monaten abgegeben habe, ja, der Goldfink in Wien, beziehungsweise der Goldfink in Wien-Leopoldstadt, ja. Und wenn ich das jetzt habe ich das fertig geschrieben, ja, und ich brauche aber Beweisfotos, noch besser ein Beweisvideo. Und deswegen bin ich auf der Suche nach dem Goldfink. Wo ist der Goldfink? So, natürlich. Und deswegen sage ich jetzt da, Finki, Finki, Goldfinki, 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 Goldfinki. Und da gibt es auch eine eigene mein Gosch ist austriggert, Alter, ich brauche ein Bier oder einen Spritzer oder was ich was. Der geht auch auf Zwitschertöne. Zwitscherlaute, ja. Der Goldfink zum Beispiel, der zwitschert so, was ich weiß, ne? Weil das letzte Mal war ich in Südamerika in der Urwald und da hat der Goldfink, ja, in der Urwaldsprache dann so zwitschert, sogar. Und das ist außergewöhnlich. Der normale Fink, ja, der Spaß, wie wir sozusagen, ne? Der zwitschert nur so. Aber der Goldfink hat ein eigenes Zwitschern schon. Ne? Aber das kann ich nicht vernehmen, das kann ich nicht hören. Alter, wieder bin ich verkühlt. Alter, es hat irgendwie 30 Grad in der Scheißhitze da, in der steht denn da. Alter, ist der Goldfink. Warte mal. Ah, vielleicht verbiegt er sich da drinnen. In dem Baumgestrüpp. Schau mal, da drüben ist da jetzt. Und leise sein. Das ist mein Lockruf. Da riecht sich nicht einmal blau. Das ist ein Arsch. Ich glaube, das war. Naja, das kannst du anwenden eben im Urwald in Südamerika, beim Amazonasgebiet oder im Amazonasgebiet. Gescheißen, ey. Das sind leere Kilometer, was ich da mache. Ja, da ist ein kleiner See. Ja. Das ist der sogenannte Nordbahnhofsee. Ja. Aber da sehe ich nur eine Nebelkrähe. Nebelkrähe sind die schwarz-grauen, ne? Oder grau-schwarzen. Aber die will ich nicht stören. Nicht viel Wasser drin, das ist jetzt gerade Trockenperiode.
Da fliegt da irgendein Vogel hoch, weg. Na, es ist Trockenzeit, das gibt es auch in Wien mittlerweile schon. Ne? Trockenzeit, dann kommt die Regenzeit, dann kommt die, ich weiß nicht, die Sturmzeit. Ja, genau, Herbst, ja, die Sturmzeit. Dann kommt der, genau, so ist. Dann kommt der Eismann, da kommt der Dezember. Dann kommt der Glühwein, ja. Und so weiter und so fort, ja. Naja, aber jetzt probiere ich es noch einmal, das gibt es nicht. Immer wenn ich einen Film machen will und euch das beweisen will, was ich suche, dass ich auch finde, das gelingt mir. Da schau, alte Gleiskörper, naja. Du musst aufpassen, dass der nicht auf die Goschen hat. So, vorsichtig drüber da, so. Da höre ich was, da höre ich was, da höre ich was, da höre ich was. Ich glaube, da ist er. Da ist ein kleiner Holzstück, der ist gefährlich. Das ist irgendwie ein Kanal, oder was da läuft. Aha. Aha. Da war schon von mir ein Kollege da. Der wollte den Goldfink mit dem Lockmittel da, mit den schwarzen Raffen da locken. Einlocken, dass er sich verfangt und im Gras zum Flattern anfängt. Und im Aussicht kann. Ein Arschloch. Ein Tierquäler. Erst. Was ist da oben? Ah, das ist schön. Das ist ein Britschen, ein Holzbritschen. Geht das theoretisch so kaputt an? Mit einer hübschen 20-Jährigen. Wurscht. Ja, keine Wollustgedanke jetzt. Ich muss mich jetzt voll konzentrieren auf den Goldfink. Goldfink. Ich glaube, da höre ich noch irgendwelche Menschenstimmen da hinten. Immer wieder gehen da Leute um. Die gehen mal so am Arsch. Da schau, alte Paletten. Da schau, eine Holzpaletten, alte, ja. Ah, da lachen mir sogar die Leute da hinten. Ja. Das erinnert mich an mein letztes Leben. Im letzten Leben war ich Lagerarbeiter. Jahrzehntelang, ja, da habe ich die Zeit. Aber nicht nur Lea, also Lara da, ne, und Wegzeit, sondern eben, da war noch drauf ein Stahlklumpert, Plastiksachen, weiß ich was alles. Und Meter hoch, das habe ich dann zahlen können mit einem Hubagel, ne, mit einer Anmaßen. Oder was? Weißt du, gern mal am Arsch mit einer lachen. Wo ist jetzt da? Wo ist denn das? Ah, da ist er. Ich bin der Goldfink, Goldfinki. Ah, da ist er! Jüste lieb! Da ist der Goldfink. Jo, ich tue dir eh nichts, ja? Ich hab ihn gefunden. Ich bin der erste Leopoldstädter, der was an Goldfink gefunden hat. Super! Ah, da ist das Beweis. Video ist Arschlöcher und mehr. Meine wissenschaftliche Arbeit ist endlich bekräftigt, dass ich den Goldfink gefunden habe, indem ich das gefilmt habe. Bla bla bla. Na, super. Pfah, mir rinnt der Dreck, aber grüß euch.